Haus auf der Linse. Willkommen auf dem Acker. Heute mal wieder ein Ackerrundgang. Es ist schon so lange her, ich weiß. Wartet mal, ich möchte euch so ein bisschen auch zeigen, was sonst so geht, weil es sieht im Moment echt schön aus. Momentito. Hier vorne haben wir natürlich wieder Calendula oder Calendula, wie eine vom Feld immer sagt. Und wenn man hier so reinguckt, ist meine die zweite Parzelle. Leute, es geht ab. Es geht wirklich ab. Also das ist meine Freundin. Und dann sind wir hier. Das sind meine Tomatillos. Die sind, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil die sind einfach so heftig gewachsen. Komischerweise sehen die unterschiedlich aus. Ich habe hier einmal die, mit die so ein bisschen lila werden. Und dann die anderen, die eben grün bleiben. Also wenn ich jetzt mal schätzen würde, sind da bestimmt über 100 Dinger dran. Hier unten ist eine, die ist schon echt recht groß. Und wenn ich hier so drücke, da ist auch schon die Frucht. Also ich bin wirklich super gespannt, wie das sich so entwickeln wird. Und es kommen immer mehr Blüten noch nach. Es ist wirklich der pure Wahnsinn, was da bei der Tomatillo abgeht. Genauso beeindruckt bin ich von meinen Physalis-Pflanzen. Das sind 4 Stück, die Tomatillos waren gerade mal 3. Bei den Physalis, genau das gleiche. Also hier unten haben wir schon ein paar, oh mein Gott, komme ich schon da jetzt runter? Die echt schon groß sind, hier zum Beispiel. Na, da ist noch nicht so viel drin, aber die werden ja auch nicht so groß wie die Tomatillos. Und hier kommen auch immer noch Blüten nach. Fokussiere. Da. Oder hier haben wir noch Blüten, genau. Und es hängen eben ganz viele noch dran. Ihr seht, Busch, Busch. Ja, hier vorne ist Gras, das muss ich wegmachen. Ich war jetzt 2 Wochen nicht da und das rächt sich jetzt leider bei mir. Ich muss richtig reinhauen, Leute. So, dann kommen wir zu den Chilis. Da weiß ich leider nicht mehr, welche war, aber das spielt eigentlich keine Rolle. Die ist auf jeden Fall behangen mit Chilis ohne Ende. Also wirklich, wo man hinguckt, sind Chilis dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Es kommen immer noch mehr Blüten nach und eben mehr Chilis. Noch eine hier drüben. Genau das gleiche Spiel. Ich werde so viele Chilis haben, Leute. Es ist ein Traum. Es ist wirklich ein Traum. Hier überall voll mit Chilis. Hier, das ist die gelbe Chili. Von der habe ich gestern schon eine geerntet. Die erste dieses Jahr. Aber da hängen auch noch super viele dran. Und eben auch, wie ihr oben sehen könnt, neue Blüten. Ja, es ist, die Kameraführung ist bestimmt auch wieder traumhaft. Ach, guck mal, hier wird nämlich eine schon wieder gelb. Aber ihr seht, es werden unfassbar viele werden. Und das hier ist, glaube ich, die Cherry Bomb Chili. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich muss mal meine Schuhe ausziehen. Ah, doch, hier. Da könnt ihr das ganz gut sehen. Hier unten sind auch, oh mein Gott, hier habe ich noch gar nicht gesehen. Schaut mal, wie viele hier unten drin sind. Und es sind eben auch noch viele Blüten da. Die werden aber, wie soweit ich weiß, rot. Darum warten wir da einfach noch ab. Da drüben haben wir die Paprika. Also wirklich, es ist ein traumhaftes Jahr für die Pflanzen. Das ist die Paprika-Liebesapfel. Die hatte ich ja schon bei Instagram gepostet, weil die geht ab ohne Ende. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, wie viele Früchte da dran sind. Und hier unten ist eben eine schon rot, aber noch nicht ganz. Ich glaube, der gebe ich noch 1-2 Tage. Die hier wird auch langsam rot. Also da sind wirklich viele dran. Hier eine Chili, wo ich erst gedacht habe, das wird nichts mehr. Ihr seht, die ist recht klein und buschig. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was für eine Paprika das jetzt gerade ist. Da seht ihr eine Blüte. Ist da schon was dran, paprikamäßig? Ich glaube nicht. Sieht aber gut aus. Hier auch nochmal eine Paprika. Viele Blüten, ich glaube noch keine Früchte, aber kommt noch. Da nochmal die Tomatillo. Und das hier ist auch nochmal eine Paprika, das ist die schwarze. Da habe ich schon 2 Stück geerntet. Da kommen aber auch noch welche nach. Also die Pflanze habe ich nicht selbst vorgezogen, die habe ich gekauft. Aber die ist traumhaft und ich habe auch schon Samen gesammelt. Es ist schon wieder so warm, ne?
Ich habe schon wieder Samen gesammelt, weil ich möchte ja mit euch so ein bisschen Samen tauschen dann im Herbst. Das ist das Pferd meiner Freundin. Die hat hier Butternut Squash. Ja, ist das Kürbis. Der war so klein, als sie ihn gepflanzt hat. Und jetzt ist es einfach so ein monströses Ding geworden. Ich muss hier mal den einen Ast wieder zurücklegen. Nicht, dass der meine Tomatillos angreift. Ich weiß gar nicht, ob sie da schon Früchte hat. Blüten auf jeden Fall. Ja, warten wir mal ab. So, dann geht es hier bei mir weiter mit Malve. Hier, das ist Unkraut, das kommt erstmal raus. Komm raus. Das auch. Malve. Wenn ihr nicht wisst, was Malve ist, das ist Malve. Und ich hoffe, dass meine genauso schön wird. Ich habe meine nur später gesät. Dann hatte ich hier eigentlich gedacht, dass ich Goldmohn gesät habe. Ich hatte wirklich gedacht, ich hätte Goldmohn gesät, aber wie ihr sehen könnt, es ist kein Goldmohn. Ich weiß nicht genau, was es ist. Die sind halt jetzt schon ein bisschen verblüht. Ja, warten wir es mal ab. Mein Windrad. So, und dann haben wir hier Blumen. Das hier ist die essbare Blütenmischung. Und die, ach ja, die wird ein bisschen verdrängt. Also viele Sachen werden verdrängt. Wir haben hier Kornblumen. Ach, die sind so schön. Ich glaube, das ist Cosmea, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier unten sind eigentlich noch Calendula, aber ja, es wird ein bisschen verdrängt alles, aber sieht schön aus. Und daneben habe ich den Bienenschmaus. Und der Bienenschmaus ist super beliebt bei den Hummeln. Da habe ich ja gestern auch schon ein Video bei Instagram gepostet gehabt. Hier unten kommt Kapuzinerkresse durch. Ich zeige euch die gleich. Ja, also darauf stehen die Hummeln und Bienen unfassbar. Das ist das hier und das hier. Ich habe keine Ahnung. Ich muss sagen, ich finde es nicht so schön, ehrlich gesagt. Aber es erfüllt seinen Zweck. So, dann kommen wir von der anderen Seite. Hier habe ich die Bucherblume. Die habe ich ja von der Jessie bekommen, die Samen. Und ich finde sie voll schön. Also sie sind wirklich ein Traum. Davon habe ich, glaube ich, drei. Ja, zwei weiße, eine gelbe. Und die Blumen, die der Bauer gesät hat, also hier Zinien in verschiedenen Farben und Löwenmäulchen. Mehr Zinien. Ah ne, hier ist noch eine Wucherblume, die blüht aber noch nicht. Aber die kommen richtig gut, also Wahnsinn. Ich glaube, die möchte ich nächstes Jahr auch ein bisschen mehr haben. Dann haben wir hier, warte, ich mache euch mal Schatten, dann seht ihr das besser. Kapuzinerkresse, die auch abgeht ohne Ende. Merzinien, Löwenmäulchen, oh mein Gott. Und hier ist eben die eine Kapuzinerkresse, die hier sich durchgebohrt hat. Ach, guck mal, hier ist noch Borretsch. Den habe ich noch gar nicht gesehen gehabt. Merzinien, da die gelbe Wucherblume. Ich habe hier noch mal eine Kapuzinerkresse in Gelb. Das sind meine liebsten Löwenmäulchen, weil ich die Farbe einfach so schön finde. Und da vorne sind eigentlich noch, sagt es mir schnell, wie heißt das? Duftwicken, Duftwicken. Da ist die erste Blüte. Das sieht aber ein bisschen mager bis jetzt aus. Das sieht eher ein bisschen aus wie Unkraut, muss ich ehrlich sagen. Ja, dann sind wir jetzt schon bei den Blumen angelangt. Ich habe hier noch einen monströsen Kohlrabi liegen. Ja, den wird man nicht mehr essen können. Ich denke, der ist mehr als holzig. Habe es aber einfach nicht geschafft. Dann habe ich hier noch ein paar Blumen gesät. Hier seht ihr nochmal Kapuzinerkresse, Calendula. Da bin ich mir recht sicher, dass es Cosmea sein wird. Dann haben wir hier Weißkohl. Der eigentlich ganz gut aussieht. Rotkohl. Und mein Favorite. Wirsing. Bam, oder? Oh, ich liebe Wirsing. Und der ist so groß. Also hier ist meine Hand. Dann in der nächsten Reihe haben wir Porre.
auch schon richtig, richtig groß. Ich muss sie mal wieder ein bisschen anhäufeln. Anhäufeln heißt hier die Erde so ein bisschen ranschieben quasi. Dann Sellerie. Der Trick beim Sellerie, damit der eine schöne Knolle bildet, mal gucken, wie ich euch das jetzt zeigen kann, die äußeren Teile immer abreißen. Zum Beispiel. So. Dann haben wir nochmal Porree. Fenchel. Ja, Petersilie ohne Ende. Krause und glatte Petersilie. Also, Leute, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen soll. Was macht man mit so viel Petersilie? Der Rucola, der blüht mittlerweile, also ist nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Hier haben wir Schnittlauch. Die berühmten Salattürmchen. Der fängt jetzt bald an zu blühen. Ich habe es nicht geschafft, den ganzen Salat zu essen. Das ist einfach unmöglich gewesen. Dann kommen wir zu den Bohnen. Da geht einiges. Ich habe gestern schon ein paar geerntet, aber es müssen noch viel mehr geerntet werden. Also sind überall Bohnen dran. Überall, wirklich. Und sogar noch ein paar Blüten. Da haben wir drei Reihen, vor allem hier drüben. Oh Gott, das sind so viele Bohnen. Dann haben wir hier Mangold. Ich muss unbedingt gleich mal gießen. Roter und gelber Mangold. Dann Zucchini. Ja, Mehltau ohne Ende. Könnt ihr hier vielleicht ganz gut sehen. Aber das stört die nicht. Also die wachsen trotzdem. Ich habe hier eine abgedreht, weil die schon so groß geworden ist. Ich wollte sie aber gestern noch nicht mitnehmen. Darum habe ich die hier in den Schatten gelegt. Die muss ich heute mitnehmen. Da ist schon wieder was Ernte fertig. Hier ist was Ernte fertig. Und sogar noch mehr. Hier ist noch eine. Es kommen immer neue Blüten. Das ist die Zucchini-Flut wieder. Zucchini, Zucchini ohne Ende. Dann kommen wir zur Aubergine. Da habe ich gestern schon zwei geerntet. Die Kartoffelkäfer sind hier fleißig am Werk. Ich zeige sie euch. Da muss ich mich jetzt gleich mal auf die Jagd machen. Aber sie wachsen trotzdem. Also, hier kommt schon eine neue. Da ist eine neue Blüte. Hier hängt noch eine dran. Da kommt auch eine neue nach. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade so gut sehen könnt. Ach ja, ekelhaft. Guckt mal. Ja, da haben wir auf jeden Fall die Auberginen. Die Erbsen sind irgendwie ein Trauerspiel. Ich kann euch gar nicht genau sagen, was hier passiert ist. Die sehen auf jeden Fall nicht schön aus. Ich werde gleich mal gucken, ob ich die vielleicht rausreiße, weil, weiß ich nicht. Ich habe hier ein paar von diesen Kapuzinererbsen. Das sind die mit der lila Schale. Da werde ich welche ernten, aber den Rest werde ich, glaube ich, einfach raushauen, weil es sieht nicht schön aus. Dann haben wir hier Zwiebeln, normale Zwiebeln. Hier habe ich noch mal eine Reihe Bohnen gesät. Dann rote Zwiebeln. Und dann die Gurken. Ja, Leute, ich weiß, Unkraut ohne Ende. Ich habe gestern eigentlich alle weggeerntet. Aber den geht super. Also der Bauer meinte, es wäre kein Gurkenjahr, aber Leute, ich habe bestimmt schon 10 Gurken geerntet. Mindestens. Dann Kartoffeln. Ja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil uninteressant. Gott, man muss hier aufpassen, dass man nicht in Disteln dappt. Hä? Tritt. So, und dann sind wir ganz hinten angelangt, wo mein Mais ist. Richtig geil, oder? Tada! Und zwischendrin habe ich noch Bohnen, Feuerbohnen und blaue Hilde. Ich zeige es euch gleich. Hier ist die blaue Hilde mit den schönen lila Blüten. Der Mais blüht. Ach ja, es gibt übrigens total viele Sonnenblumen. Nicht bei mir, aber bei den anderen. Hier ist auch nochmal blaue Hilde. Hier Feuerbohne. Ja.
Und dann sind wir schon durch. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. Es war jetzt wirklich, glaube ich, relativ kurz, aber ich wollte euch einfach alles mal zeigen und ich muss wirklich anfangen, weiterzuarbeiten. Und ja, es gibt viel zu tun, es gibt viel zu ernten, es gibt viel zu sehen. Es macht mir nach wie vor total Spaß. Es ist halt ätzend, wenn man mal länger nicht da war, weil dann wirklich einiges zu tun ist, wie gesagt. Aber es ist die Mühe wert, würde ich mal behaupten. Also mein absoluter Lieblingsbereich ist ja der Bereich hier vorne, ne? So bis zu den Blumen. Ich glaube, nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall das wieder so ähnlich machen, wenn wir die vordere Fläche wieder frei haben. Und werde dann in die Mitte aber noch die Auberginen machen, weil die sind ja jetzt hier ganz hinten bei den Kartoffeln und ihr wisst, Kartoffelkäfer ohne Ende. Keine gute Idee gewesen, aber ja, es ist zu spät. Ja, aber die werden dann hier vorne hinkommen, nehme ich mal an. So gefällt es mir nämlich echt gut. Also ich finde, das sieht von vorne auch so schön aus. Moment. Mal hier rüber. Ist doch schön, oder? Meine Freundin sagt immer die Plantage und sieht halt wirklich so aus, ne? Ja, ich zeige euch mal noch ihre Cosmea. Sie hat hier vorne noch Karotten. Ich habe auch irgendwo noch Möhren. Die muss ich mal gleich suchen. Fällt mir da gerade ein. Hier der Butternut-Squash eben. Das ist echt heftig. Ein paar Erbsen. Die hier sind so unfassbar schön, oder? Ich hatte davon auch welche. Ich weiß nur nicht, wo ich die Samen habe. Dann noch Lupinen. Ja. Hier ein bisschen Feuerbohne. Und hier noch ein paar Sonnenblumen, die sie so an den Zaun gepflanzt hat. Ja, sie ist gerade im Urlaub und ich muss mich um ihr Feld mitkümmern, gießen und so. Das heißt, ich muss, ich mache das ja auch gern. Jo Leute, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es sieht so schön aus hier. Jetzt, wo alles blüht, die Blumen, seht ihr die Blumen? Ja, also wirklich, hier kann man den ganzen Tag verbringen und es wird einem nicht langweilig. So, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das nächste Ackervideo kommt ganz bald. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss.